Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, wir wollten heute mal mit der Quest weitermachen. Ich schau noch mal, wie die heißt. Seelenruhe. Und dafür müssen wir so goldene Handschuhe finden. Den ersten haben wir ja schon gefunden, das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Oder in der vorletzten Folge, ich weiß es nicht mehr genau. Und der zweite soll hier in Mor Aydin sein. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo der ist. Dafür habe ich aber ein kleines Problem. Ich muss schauen, dass das Wolkenmeer runtergeht. Und dazu müssen wir mal schauen, ob wir hier eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Das sollten wir eh machen, wenn wir die Hauptstory weitermachen wollen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Übernachtungsmöglichkeit finden. Hier, glaube ich, oder? Genau, Jaculos Gasthaus. Das haben wir, glaube ich, auch schon vor 2 Folgen gesucht. Und da werden wir doch jetzt gleich mal übernachten. Willkommen in Jaculos Gasthaus. Was kann ich für euch tun? Ach, sagt ihr, seid ihr nicht zufällig Toras Gruppe? Wir haben schon von Mui Mui gehört, dass ihr kommt. Ihr habt ausgehandelt, dass ihr heute zum ermäßigten Preis übernachten könnt. Ja, wir übernachten einmal bitte. Im Preis inbegriffen ist übrigens auch die Nutzung unseres luxuriösen Freiluftbads. Viel Spaß beim Planschen. Ah, that feels good. Such wondrous bliss. Makes aching of journey melt away. Hang on. Should you even be in the bath? Won't you rest or something? There no problem. Poppy made from special alloy. No rust or need for oil. Tora thought of everything, huh? Master Pon is finest artificial blade maker in all the world. Hey, Pyra. Come on in, the water's great. Wait, Mithra? Is there a problem? I guess not, but... Nice bod you've got there. Thanks. When I told her there was a hot spring here, Mithra was dead set on trying it out. So, here I am. Must be interesting for you guys. Anyway, I think I'm heading out. Nia, are you? Do you want us to keep this quiet? I'd appreciate it, yeah, for now. Understood. You got it. Thanks. Whew, that was a good bath. Mithra seemed very pleased. Well, it was my first bath in 500 years. I think I have the right to savor it. Oh, 500 Jahre, schon krass. Can you just switch whenever? With Pyra? Of course. Our memories are shared. So it doesn't matter that much who takes control. Okay. Oh. Sounds pretty handy. Hey, what the hell was that? I cannot say. It sounds like some kind of disturbance. Let's find out. Come on. Huh. What's that look for? Oh, I was just surprised to see you. You'd rather I was her? I didn't mean it like that. Ein bisschen eingebildet, die Mithra. A
Can I ask something? You need permission, though. Do you mind if I stay like this for the time being? Like this? You mean as Mithra? It hasn't been long since I woke up, and this is all new to you. We need time to adjust to using my power. She and I talked it over together. Mithra's power is much stronger than mine, but it has its limitations. It can be difficult to use in tight spaces. It might be best if you get used to using her in different situations. Okay. I mean, I don't mind at all. I'd like to learn more about you, too. What's that supposed to mean? I don't see how I'm any different from her, really. Really? You can certainly be more touchy sometimes. Well, that's just who I am. What do you expect me to do? You see what I mean? Kleine Diva. Mithra. Aber wahrscheinlich die stärkste Klinge in dem Spiel. It's been fun lately. A lot's happened since meeting Pyra. And now I've met you too. A lot of that stuff can't have been easy though. So why the smile? Even rough patches can be valuable experiences. Is that weird? Always the optimist. Gramps gets mad at me for being too positive sometimes. More like all the time. Ah, was that over there? Looks like it. Die Mitgliedergruppe haben sich geändert. Okay, wir haben jetzt praktisch die Mithra drin. Wir lassen das mal so. Okay, Pyra scheint sich nun erstmal eine kleine Auszeit zu gönnen. Nutze die Gelegenheit, um dich näher mit Mithra vertraut zu machen. Mithra verfügt über Kräfte, die jene von Pyra weit überragen. Ihre Spezialtechnik der Stufe 4 geweihter Pfeil lässt Lichtpfeile aus dem Himmel herabregnen. Sie kann diese Spezialtechnik jedoch nur bei freiem Blick auf den Himmel einsetzen. In Innenräumen steht sie nicht zur Verfügung. Gehe also taktisch klug vor. Okay. We returned. Nicely done. Okay, du kannst jetzt... Mithra, wenn ich mache mal das Bildmachgerät wieder an und wir schauen mal. Den Söldnerauftrag wollte ich noch mal schauen. Are you satisfied? Okay. I'll be able to help. Okay, ein Harmoniegespräch. Und wir wollten noch mal im Agentum, das könnten wir gleich machen. Und zwar... Das wollte ich machen, weiblich, zweimal. You're sending me off? And for this? Ja. Und ich schicke einmal Kosmos los. Transferring to squad. We are the shadow puppets. And I. Ach genau, ich habe auch noch drei neue Klingen bekommen. Don't forget me while I'm gone. Here? Ich habe, glaube ich, 39 Kerne resoniert und habe drei neue Klingen bekommen. Die zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell. Das wären zum einen. Genau. Gork. Angriff und Zenobia. Und ich habe aber noch einen bekommen. Klingeliste. Muss ich nur schauen, wo der war. Und zwar Boreas. Muss ich da mal ausprobieren, wie die sind. Ist halt jetzt schwierig, weil ich nur mit zwei Hauptcharaktere die Klingen benutzen kann. Tora kann die nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob da später noch was kommt. Da ich die vielleicht auch da mal rüberschieben kann. Mit die Transferprotokolle kann man die ja rüberschieben, aber muss mal schauen, ob da später noch was kommt. Genau, müssen wir das jetzt hier machen überhaupt? Ich wollte es jetzt gar nicht machen. Wir schauen jetzt, dass wir mit den anderen Quests schnell weitermachen. Und da zeige ich euch, wo ihr den goldenen Handschuh wahrscheinlich bekommt. Ich weiß nicht genau.
Oh, wo war ich denn jetzt hier? Was willst du denn von mir? Don't forget! Take this off the car! Find us! You should be Don't forget! Why not? Don't forget! Don't forget! Kann ich jetzt hier gar nicht weitermachen? Okay, dann machen wir die blöde Quest, weil ich sehe jetzt auch das Wolk, den Wolkenmeer stand nicht. War das eine lange Übernachtung oder war das keine lange? Ich weiß es nicht. Hey, look what I found! Congratulations! Dann sind wir hier aber falsch. Wir müssen irgendwie da rüber, oder? Ich muss auf das andere. Ich muss da hinten hoch. Okay, dann machen wir halt hier weiter dabei. Ist auch kein Problem.
Wenn wir hier irgendwie hochkommen. Hier könnte es hochgehen, oder? Okay, bring it on. Dan, it's found us. I'll take you all off. Sticky situation. Defense protocol activated. Don't forget. Steady. Well done. Maybe we're not. Chop them up. Eagle eye! Behave! Sure! They're both captured! For sure! For sure! Please behave! Tora will show them! Yeah! Yeah! Why not? Ja, jetzt geht es natürlich nicht, weil ich nicht im Freien war, okay? Ja, wo kommen die denn alle her? Okay. Not to boast, but that was spectacular, right, Gramps? Remember, Rex. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ja, ich hätte ihn hier runterspringen dürfen.
if they seek a fight, they shall get one. Don't forget! Take that! Steady! Sweet! Why you're well done! Top of maybe we're not! Make haste, I like your attitude! Why not? The enemy's element is now fire. Take that! Rattling! He can do it! Take steady! Drill! Okay, ich muss hier irgendwie hoch. Aber wie? Na? Ich glaube, hier sieht es besser aus. No! We lost Young the upper hand! Blink! Ha! Young yeah, gun! Maybe we'll get out of this one. Steady! Drill! I like your attitude! Yeah! 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 Tora can do yeah. it! Let's go! Cut you up. Sword back! Well, I'm happy with the dick or not. For sure! Young gun! I like your attitude! Yes! Fight yeah. 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 Let's give him the full ready. Treatment! Oh, we got this! Yeah. Don't just give it in the try to keep it up. Young gun! Anchor shot! Ha! Spinning! Sure. Young gun! Defense protocol activated! That's yeah. cut steady! You up. Right you a drill! Sword back! Young gun! Defense protocol activated! Thanks for the spinning! Show him what you really got! Young gun! Yeah! Ah! I missed! Young gun! Don't spinning it! That's all cut you up! Gotcha! Whip it out! Why not? Man, man, man. Yeah. Just as we thanks for the spinning! Sure. Kata! Oh, that hurt! Okay, bring it on. Ah, das ist so ein komisches Ding, kommt wieder nicht durch wahrscheinlich. Okay, hier werde ich nicht durchkommen. Da muss irgend so ein Ventilrädchen sein. Shit. Also sehr genau meine Richtung. Ah, da unten ist das Rädchen. No! We lost the upper hand! Ready! Be here! Patrick! Yeah! No offense! Well done! Maybe we're not. I like your attitude. Be here! Let's give him the full treatment. We got this! Spinning! Cut I missed! Break. One sword shot! Back. Let me take it! Be here! Ray of punishment! The enemy's element is now fire. Okay, jetzt machen wir den Weg wieder zurück, oder? Wahrscheinlich. Eieiei. Geh jetzt immer hoch. Put your best foot forward, Rex. Mind you don't fall out, Gramps. Don't forget! Stop the look! Yeah. Maybe we got this alive after all. I like your attitude. Yeah! Oh, you can't do that! Don't forget! Yeah. Cut out! Rex, you can do it! Now the choice! Rex, Rex, suit! Steady! Drill! Don't forget! Yeah. We can do this all day! No problem at all! Na genau, hier war der. Hätten wir gleich oben lang gehen können. Muss ich jetzt hier rüber oder muss ich da nicht rüber?
muss hier hinten lang. Ich glaube, es sieht besser aus. Können wir nochmal speichern davor? System, einmal speichern, bitte. So. No, look. Okay, es ist eine Klinge. Oder vielleicht ein Hauptcharakter. Mechanischer Körper? Aber Poppy kann es doch nicht sein, oder? Nee. What? Who's that? Me? Okay. Lila? Wait! Lila! Wait up, Tora! Das ist vielleicht ein feuriger Versuch gewesen. Von Tora. Wir werden es rausfinden. Nu, da! Hinterher, Hoppi, zack. Vielleicht kann Tora dann die als Klinge auch benutzen. Könnt ihr mir gut vorstellen. Okay, 60 Schmiede. Da oben ist er. Okay. Warten, bitte. Okay. Tora wird ignoriert. Dann muss Tora hinterher. Können wir die auslassen? Die werden uns angreifen. Die haben wir doch vorher gerade erledigt. Killen sind unsere Punkte. Wir nicht mit Feuer. Me first.
Scheiße. Go for it. Ray of punishment. Shoot her. Tora, keep up. Tora, right here. Spinning flash. Nia's turn. On it. Zenobia, mine. All mine. Astounding. Finish. Ja, wir haben, hätten mit Feuer brechen müssen, aber wir haben kein, leider keine Feuerblade dabei. Are you ready for Poppy's focus? Be here! Ready with focus! Focus! Just give me the heads up! Why not? Quicken arcs! Ha! Let's pull stuff you up! I don't think so! Cutter! Taste yeah. To them! Done? Get out of my sight! Thanks for the support! Sure. You're done? Ha! Ha! Trauma I steady. Shall defend you yeah. To the last, my lady! Double spinning edge! Spinning! Cutter! You're done? Yeah! Ha. Ah! Now I'm fired up! Ah, we're you're done! Hot ah, spinning! The cool oh, you you're done! Why not? Tori, ah, ah, have to it! Is now fire. You're done! Make haste and retreat! Ah, are you ready you for Poppy's full capability? Ah, quick in arts! Rock! Finally, it's my turn! Hit it! Blow enemies to vanquish! My spirit sword! Why? I like your attitude. Leila. Warten. Na, jetzt sind sie da weg, oder? Meisterpon. Tora darf nicht aus Auge flirren. Poppy, bitte aufverfolgen. Bitte so schnell wie kann hinterherrennen. Können wir nicht gleich da runterspringen? Did you know that girl? She seemed somehow similar to Poppy. It was Lila. Lila? The artificial blade Tora's Dadapon and Grampypon were making. Tora recognized her anywhere. Masterpon, they're an ether furnace reading nearby. Up there. Lila, it is you. Ether furnace reading detected. Initiating protocol. Oh, Kampfprogramm wird gestartet. Dann schauen wir doch mal, was sie bändigen können. Time to take you steady. Down. Make haste and retreat. Maybe we're not. My goal is exactly. Adjusting patterns. No, no, I'm sorry. Try to make this hot punch. Raging Tiger. Maybe we'll get out of this one. It'll be fine. Why not? Tora can do it! Why not? I'm no longer with you! Yeah. No one can stop us now! Thanks for the support! Dynamite! Go yeah. Yes! And gotcha! I leave it to Tora! Spinning! So I'm going to defend you to the last go for it! Protect Masterpon! Steady! Thrill! Great, gotcha. Healing Halo. Let's go! Fuck, fuck it. Yeah. Are you ready for Poppy's soul for the game? I'll let you out. Out.
Protect Master Form. Fighty, fighty. Okay. We're up, Gramps. Könnte eigentlich Wind sein. Rock, good call. Deathwing, swear. Tora, keep up. Tora, right here. Go, go, go. Are you ready? Attack full capabilities. Mia's turn. Here I can. Ready or go, Morty. Good riddance. Super. Finish. Das ist nicht gut gewesen. Sichtbarkeit, ach du Scheiße. Okay, auf jeden Fall mehr Heilung. Was? Ich bin down. Alter Schwede. A little easier for you. Poppy failed her mission. Okay, probieren wir gleich nochmal. No! You lost the upper hand. Ow! Steady! Drill! Break! Suck the ether anchor! Why not? Anchor shot! Okay, haben Sie Sichtbarkeit? Why not? Thanks for the support. Full punch.
Ich habe die falschen Elemente dabei. Ja, wenn der Heilung ja passt jetzt. Wechsel mal auf den Meister. So, wir sind down. So, jetzt ist Ruhe hier. Ruhe im Puff. Probability of success falling. Switching to strategic retreat mode. Lila! Wait! Okay, vielleicht kriegen wir sie jetzt. Schauen wir mal hier entlang. Okay, hier geht's nicht weiter. Wenn, dann müssten wir hier außen rum. Es wäre schon cool, wenn Tora auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Klinge hätte. Lass uns die in Ruhe. Ah. Schaut so aus. She's gone. Ether furnace reading lost. It seems she has escaped. Lila.
Long time ago, Grampy Pon Susu and Dadapon Tatazo were working on her. Her name was Lila. Grampy Pon and Dadapon and Tora all wanted to become driver. However, not single one of us have potential. So, we decide to work together and make Artificial Blade. Blade even we can use. But then... You must run, Tora. Take this and go. Someday you finish what we started. After that, Tora hide out in Torrigoth City, making Poppy based on blueprints and ether furnace Dadapon left for Tora. Don't you have any idea who the attackers were? Tora not know who, but they definitely wanted to steal Lila. If it was Lila they were after, how'd she end up here in the Empire? It looked like they were Imperial soldiers after her. Tora have no idea. But one thing is most confusing. What's that? When bad guys attacked the lab, Lila was not finished. They're only one who could finish making Lila, Dadapon Tatazo! Which means... Tora's father must still be alive somewhere? Dadapon must be held captive by whoever using Lila! You there! Don't move! Imperial soldiers. You! So we meet again. Driver of the Aegis. Lady Morag! She's the one! That mechanical girl took down our squad! What? Hang on a minute. Where the hell did you get that idea? Unfortunately, they cannot tell difference between Lila and Poppy. So, Rex, was it? Rex? I'm very disappointed to find you stooping to such lowly crimes. Lowly crimes? What the heck? I'm telling you, you've got the wrong guys. Okay, dann schauen wir doch mal. Don't forget! 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 Don't forget!
Ja, wir sind immer noch gut weggetankt, muss ich sagen. Bitte Vernichtung. Tora, keep up. Tora, right here. No panic. Storm. Great. Mia's turn. Yurai can. Ready or go, Motti. Go. Here I am. Now, what to do? Excellent. Oh, nicht schlecht, die Sonne. Your skills have improved, boy. Mixra. I know. I won't use that power. Okay? Let's stick to foresight for this. If you really need to attack, I'll hand it over to Pyra. Thanks. The Aegis has changed. What happened to her appearance? Answer me! You want answers? Then put the swords away! What's wrong with you? I'll listen to your confession while you lie defeated! Rex, after this foresight, I'll switch to Pyra! Understood! Impossible! He dodged it! Now it's my turn! Lady Morag, look at the Aegis, so you can change at will! Eat this! Pyra? We can do this, without hitting them. Ha! It's like you read my mind. Are you holding back on me again, boy? We just don't have any reason to fight you. Enough, both of you. I know you. You're from the Argentum Guild's intelligence division. Lady Morag, stand down arms. These not the ones who infiltrate the facility and attack your soldiers. Then, the culprit behind the attack was not the artificial blade standing here now, is that right? They very similar, but not the same. Nira saw her with own eyes. I had a feeling we were being watched since our arrival. I'm quite sorry for causing concern. Nira has been auditing Argentum Trade Guild. Ah, so you were keeping an eye on us because we came in on a guild ship.
How ironic that your suspicion should happen to prove our innocence. It appears I was too hasty in judging you. I should not have attacked you so suddenly. My apologies. No, that's fine. Nobody got hurt in the end. I'm just glad it all got cleared up now. An apology from the illustrious Flamebringer? A rare reward in itself. Taurus still not happy! Should get years' supply of tasty sausages as compensation! Master Pawn, have some self-respect. I will do what I can within my own means to compensate you. By the way, the culprit who fled the scene, might I ask what manner of connection you have with them? You must tell me all. I see. It seems it would be best for all of us if we work together for the moment. Us work with you? Indeed. My goal is to capture the artificial blade and track down the criminals behind its actions. And from what you just told me, those I seek likely have Tora's father held captive. Would you not say our interests align? I guess so. Well, it's definitely better to have her working with us than against us. We shouldn't take the power of Brigid, Jewel of the Empire, too lightly. If she went all out on me, even I wouldn't be able to hold back. And then, we'd burn this place to the ground. I am honored that the Aegis herself thinks so highly of me. You may not remember it, but I faced you a few times before. Let's just say it wasn't easy. Oh, really? But that's a story for another time. What do you say, guys? I can't deny I'd rather avoid making an enemy of them. All right, then. So, from this moment on, I suppose we're allies. Okay, haben wir wohl einen neuen Charakter anscheinend. For the moment, I will return to the palace. If you learn anything new, please send word. I will instruct the palace guards to allow you audience with me. All right. Are you sure you wish to partner yourself with these people? Just as you were not using your full strength, neither still were they. Yet you saw the power they demonstrated. How could I not feel intrigued? Drawn by your driver instincts? Something like that. And besides... I get the feeling that if I stay near that boy, I might bear witness to something quite extraordinary. It sounds like you have quite the adventure. But it's good that you work things out. Anyway, we'll see if we can track Lila down somehow ourselves. I too will see if I can find any leads. No matter what, Mooey Mooey and Fredge will find Professor Tatterzo. Okay, Leute, wir gehen wir die Suche an. Irgendwelche Ideen? Hier rumgehen und die Leute nach Hinweisen fragen, wird wohl nichts bringen, oder? Stimmt. Es war stockfinster, da wird kein Mensch irgendwas gesehen haben. Jetzt ist perfekter Zeitpunkt für Tora, um wahres Genie raushängen zu lassen. Hast du einen Plan, Tora? Bitte lausche Spitzen. Fakt ist ja, kann nur eine Lila zu Ende gebaut haben, und zwar Toras Papapon. Ja.
Das erwähnt ihr bereits in der vergangenen Nacht. Poppy wiederum wurde auf Grundlage von Plänen gebaut, die Tora von Papapon gekriegt hat. Bedeutet, Lila und Poppy sind von Aufbau her gleich, sind praktisch selbes Modell. Was wiederum bedeutet, dass sie auch aus ähnlichen Materialien konstruiert wurde, richtig? Nun, genau. Oh, verstehe. Wir müssen also nur rumfragen, wer in Moai Dien diese Materialien angekauft hat. Dann finden wir ihren Konstrukteur. Poppy ist überrascht. Guter Gedanke von Meister Pon. Seltene Freude. Und was sind das für Materialien, die man für eine künstliche Klinge braucht, Tora? Als allererstes natürlich Ätherofen und dann jede Menge Kleinkram. Tora zählt auf. Tetrakreis, Schlanggelenk, Aschestein, Deltagefäß, Hasendiode, Wandlungskugel, Photonenspirale, Märchen, Riemenrad, Archendetektor, Insektenchip, Optimaldistanzsensor, Bionenkonnektor, halt, stopp, Geht's doch, wer soll sich denn bitte das alles merken? Tora verblüfft über kurze Aufmerksamkeitsspanne von Freunden. War gerade mal eine 30stel von Liste. Das eine oder andere Material kam mir sogar halbwegs bekannt vor. Ja, diese Bionenkonnektoren, hieß es nicht, die wären häufig in Gormut zu finden beim Bergungstauchen? Seit einiger Zeit sogar nur noch in Gormut. Gibt nirgendwo sonst. Mit anderen Worten, wer auch immer Lila gebaut hat, muss Material aus Gormut importiert haben, stimmt's? Dann sollten wir uns am Hafen von Anderham nach weiteren Anhaltspunkten umhören. Ja, vielleicht finden wir dort eine Spur. Versuchen wir es einfach mal. Handlungsmission, wo ist Lila? So Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber an der Stelle einen Cut. Und machen natürlich dann in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge würde ich aber gerne mal die Quest mit dem goldenen Handschuh dort schauen, ob wir die erledigen können. Weil ich glaube, dass wir dort nämlich auch eine Klinge bekommen oder bekommen können. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall alles in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.